Diese Frau in Syriens Hauptstadt Damaskus muss regelmäßig zur Apotheke, um Medikamente für ihre Mutter zu besorgen. Meine Mutter hat Diabetes. Früher haben wir Insulin kostenlos von staatlichen Apotheken bekommen. Aber seit mehr als einem Monat haben die keins mehr. Das Insulin muss sie jetzt bei privat geführten Apotheken kaufen, für viel Geld. Denn die Apotheken müssen die Medikamente teuer importieren oder sie greifen auf Schmuggelware zurück. Bei der ist aber die Qualität nicht immer garantiert. Die Arzneimittelknappheit ist Folge der anhaltenden Kämpfe in Syrien. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer sehr ernsten Lage. Vor Beginn des Konflikts konnte Syrien seinen Medikamentenbedarf fast vollständig selbst decken. Mittlerweile mussten viele Fabriken aber schließen, weil sie durch die Kämpfe beschädigt sind oder weil sie keine Rohstoffe mehr bekommen. Wir wollen für unser Land und die Menschen da sein. Wir wollen Arzneimittel zu vernünftigen Preisen herstellen. Wir werden daran festhalten, auch wenn wir Verluste machen. Aber wie bei jedem anderen Unternehmen gibt es auch bei uns Grenzen, wie weit wir gehen können. Wenn diese Grenze erreicht ist, dann könnten die Syrer eines Tages mit leeren Händen dastehen, wenn sie lebenswichtige Medikamente brauchen.